ab, Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie man an meiner sportlichen Adjustierung schon erkennen kann, haben wir heute auch was Sportliches vor. Es geht hier nicht rein um Mode, wobei wir haben auch was Besonderes anzuziehen heute. Wie man im Thumbnail schon erkennen kann, sind wir heute in der Trampolinhalle. Was geht ab, Alter? Ich werde aber heute im Gegensatz zu sonst nicht ganz normal Trampolin springen, sondern ich habe mir was Besonderes einfallen lassen. Ich werde mich heute als T-Rex verkleidet auf die Trampoline stürzen und schauen, wie viel in so einem Kostüm möglich ist. Bevor es aber losgeht, umziehen in 1, 2, 3. So. Und, wie schaue ich aus? Ja, ganz cool. Ich schaue einfach aus wie ein Volltrottel. Ich sehe einfach gar nichts. Also das wird heute die größte Challenge, in diesem Dinosaurier-Kostüm überhaupt irgendwas zu checken, weil man echt durch dieses Netz nichts sehen kann. Aber okay, wo sind wir da? Einschulung und Aufwärmen. Das Einschulen kann sich der T-Rex schon mal sparen. Ich bin ein absoluter Dinosaurier-Vollprofi, wenn es ums Trampolin geht. Also fangen wir direkt mit dem Aufwärmen an. 6,5 Stunden später. Okay, ich sehe einfach gar nichts. Eltern auf die Eier gegangen, Kinder erschreckt und ein bisschen gesprungen. Ich glaube, das ist genug Aufwärmen. Jetzt bin ich bereit für die großen Tramps. Freunde, wie ihr seht, ja, das Dinosaurier-Kostüm hat ein Loch. Keine Ahnung, wie viel das Kostüm noch verkraftet, aber jetzt gehen wir zur nächsten Challenge. Ich werde jetzt mal versuchen, einen Backflip mit diesem Dinosaurier-Kostüm zu stehen. Mal schauen, ob das funktioniert. Ich glaube ja nicht. Freunde, man sieht einfach gar nichts in der Luft. Also ich kann nur ungefähr abschätzen, wo ich mich in der Luft befinde, aber ich sehe einfach nichts. Aber okay, Versuch Nummer 2. Alle guten Dinge sind 3. Schauen wir, ob es jetzt funktioniert. Heute haben wir es mit einer besonderen Geburt zu tun. Normalerweise kommt ein Kalb mit den Vorderbeinen und dem Kopf zuerst auf die Welt. Aber hier ist es anders. Es besteht die Gefahr, dass die Nabelschnur reißt, der Kopf aber noch im Geburtskanal ist. Das Kalb würde dann ersticken. Die Geburt muss nun zügig verlaufen. Oh mein Gott, vergessen. Freunde, das Kostüm bläst sich komischerweise nicht mehr ordentlich auf, liegt vermutlich an dem oder an dem da hinten. Aber Freunde, nicht nur das Kostüm ist am Ende, nicht nur ich bin komplett am Ende, sondern auch dieses Video ist am Ende. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst auf jeden Fall ein Ja,
kann schon gar nicht mehr reden. Dann lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn ihr lachen musstet. Mir hat's ganz ehrlich überhaupt keinen Spaß gemacht. Es war einfach nur anstrengend und ich habe nichts gesehen. Aber ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es so war, dann checkt auf alle Fälle noch mehr Videos von mir ab. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Schreibt mir auf alle Fälle in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat und ob ich noch so ein Video machen soll. Bitte lieber nicht. Freunde, das hätte ich fast vergessen. Checkt jetzt gleich den ersten Link in der Infobox ab. Hier kommt ihr direkt zu A1 Now, denn hier gibt es Bonusmaterial. Ich starte eine Challenge gegen mich ohne T-Rex-Kostüm und mich im T-Rex-Kostüm. Wer springt besser? Seht euch das Video an und checkt es ab. Erster Link, Infobox, ihr wisst Bescheid. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Euer T-Rex Maximilian. T-Rex-Emilian. Euer T-Rex-Emilian.